Ey Mann, ich muss mir aber beschweren. Was kriegen die Maraskaner, was wir nicht kriegen? Die werden gar nicht gestochen. Was willst du? Haben die irgendeine Scheiße von Kanesitianer bekommen oder was? Naja, es sind halt Maraskaner. Aber die werden doch trotzdem gestochen oder was soll die Scheiße? Naja, vermutlich sind sie einfach giftig. Das kann sein. Ich habe noch nie an ihnen geleckt, aber. Ja, würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Nee, Mann, ich will nicht sterben. Egal, Naja. Hauptsache ihr habt Bier mitgebracht. Sehr gut. Diesem Mann klopft dir auf deinen Oberarm. Ja, dass ihr glücklich seid, das ist für mich sehr wichtig. Ja, nicht, dass gemeutert wird. Zwinkert dir zu. Ja, nicht, dass ich euch hängen muss, Geiler Witz, Mann. Guter ne? Piratenwitz. Ja, ich würde euch hängen. Ja, und wir würden Ja. meutern. Ja. Geil, geil. Jetzt erstmal auf uns. Ja, er drückt den großen Humpen in die Hand und hat selbst seinen. Die Trollzacker kommen auch irgendwann natürlich nach oben. Und du kannst sehen, wie Trak mit besorgtem, wütenden Blick auf dich zukommt. Hey, König! Ja. Was soll die Scheiße? Wo ist Answorn? Tot? Wie tot? Naja, tot, tot. Warum sagst du uns das nicht, Mann? Ich dachte, das war offensichtlich, Mann. König. Kam ja nicht wieder. Hat euch noch keiner die Geschichte erzählt. Der Schaman hat auch nichts gesagt. Oh, auf meinen Schamanen ist auch kein Verlass. Ruft die Herren und Damen mal zusammen, wir setzen uns unten hin und ich erzähle euch die Geschichte von Answon. Ja, Kann ja erzähl wohl nicht uns die wahr Geschichte von sein. Hans Wurm. Kann ja Kann wohl nicht nicht wahr wahr sein. sein, dass da noch keiner was gesagt hat. Er hatte die Axt von seinem Vater, Mann. Ja, und ich erzähle euch, was damit passiert ist. Sonst muss nächstes Mal Stierkopfschamane mitkommen, wenn Ja, Woltax nichts sagst. ich war eh dafür, dass Stierkopfschamane mitkommt, aber Woltax wollte ja unbedingt mitkommen. Stierkopfschamane ist viel stärker als Boltax. Er ist ja auch dreimal so groß und viermal so schwer. Ja, richtig. Und Kann viel drei besser. Äxte. Außerdem hat er sich schon beide Ohren abgeschnitten. Wir Richtig. müssten mal darüber reden, wann wir Boltax die Haut abziehen. Naja, also zumindest ein Stück am Rücken würde ich auch sagen, wird mal so langsam Zeit, oder nicht? Wie will der sonst ins Paradies einziehen, Mann? Ja, richtig, der fällt doch direkt durchs Raster. König, König, König. Ja, ich weiß, wir arbeiten noch an vielen Dingen. Es ist alles noch nicht so perfekt. Und dann möchte ich mich unten hinsetzen und ich habe ja die Sprache der Trollzacker gelernt. Und möchte auf der Sprache der Trollsager jetzt die Geschichte von Answon erzählen. Ja. Wo ich auslassen möchte, dass ich natürlich am Ende dafür gesorgt habe, dass der Bastard auf jeden Fall tot ist. Ja, also er hat auf alle Fälle den Dämon gehammerschlagt, oder was hat er? Ja, heldenhaft gekämpft und dann auf einmal kam die Decke von oben. Denn nur so konnten sie ihn besiegen. Die Welt ist eingestürzt. Ja, der ganze Himmel kam runter. Ja, sie schauen ängstlich nach oben ans Deck, an die Holzplanken. Ja, aber der König hat sie dann aufgehalten. Der König hat die Decke aufgehalten. Natürlich. Mach mal. Ja, ich würde nach oben schauen und die Decke kommt da offensichtlich nicht runter. Seht ihr? Du musst drücken. Ich drücke mal. Ja, stellst dich aufrecht hin, musst sowieso den Kopf einziehen, wie all die anderen Poltergeist auch. Und wenn du drückst, knackt das Holz vernehmlich und deine Hände gucken auf dem Batteriedeck wieder nach oben vor. Ich möchte mal überzeugen auf die Würfel, dass sie mir die Scheiße auch glauben. Ja, Und weißt du was, komm, ich warte, warte, mirakel sie das. sind alle abergläubisch und sie haben auch Meeresangst. Ja, ich mirakel das. Komm, gib ihm. Was war nochmal Mirakel? Plus 5, ZFP halbe, plus 5. Also Also, plus es ist erschwert um 6 Punkte Aberglaube und 6 Punkte Meeresangst. Okay, Aber es die ist aber Meeresangst nur eher. halbiert. Meeresangst nur halbiert. 6 Also nur 9. halbiert. Also genau, 6 halbiert und dann nochmal 6 abergläubisch. Das heißt plus 9 insgesamt. Es ist aber mehr überzeugend, richtig? Weil ich ihn ja langfristig Ja, genau. quatschen will. Aua! König! Willst du das? Aua! Hast du einen Schicksalspunkt? Ja, hast du. Nein, Hat hab ich nicht. er heute schon Hab eingesetzt? ich nicht. Sie gucken dich ein bisschen ungläubig an. Wir glauben dir nicht. Oh, wer glaubt mir nicht? Ja, es erhebt sich einer der Trollzacker, Kirgamosch Kornan.
Er hat so ein paar Köpfe an seinem Gürtel. Die sehen menschlich aus. Ich glaub dir nicht. Ja. Ich fordere den König. Ja, dann komm ran. Ich komm ran. Und plötzlich kannst du sehen, wie all die Trollzacke im Bauch des Schiffes so eine Formation einnehmen. Es wird ein Kreis gebildet, wie damals in Keck, beziehungsweise wie damals in Talf, also der König von Talf wurdest. Und der Stierkopfschamane schreitet im Kreis, vergießt sein eigenes Blut, schneidet sich die Pulsadern auf und weiht gerade den Kreis. Ja, ich bin zu arrogant, ich brauche keine Hilfe von Kor, wir machen den Bastard jetzt nieder. Gut. Ich mache gerade mal eine kurze Pause zum Arrangieren. Ich muss mir noch überlegen, was ich Kirgamosch-Kornen für Werte gebe. Pause. Ja, geiler Patzer. Ich glaube, wir haben gleich ein Loch im Schiff. Wir haben vermutlich gleich einen Tod, nicht? Kommt darauf an, was der Bastard mal, kann. Aber. Ja, genau, das muss ich mir gerade überlegen. Zieh mal den Token rein. Ja, warte. Ja, vor allem, wenn du das verlierst, ne, die geht die Rampage. Genau. Ja, das ist ja das Gute daran. So, Initiative-Brett brauchen wir, glaube ich, nicht. So, wo ist der Rafim? Da. Diamantis ist auch da? Nee, Diamantis hatte nicht gesagt, dass er mit runtergeht. Wäre cool gewesen, aber nein, ich werd hätte nicht mit den Trolls gefeiert. Ja, was soll er da auch? Er spricht ja gar kein Trolls-Türkisch. Genau. Ja, ist richtig. Nee, macht keinen Sinn. Gut. Dann, ich guck gerade mal. Fällt euch gerade irgendeine Waffe ein, außer irgendwie Hiebwaffen? Im Forum habe ich irgendwas. Barbarenschwerter. Barbarenschwert? So einfacher die Waffe, umso passender ist sie halt, weil die eigentlich nicht so. Obwohl, die haben ja geraubt. Im Prinzip können die eigentlich alles haben. Also, sie haben auf alle Fälle Rüstung. Sie sind ja mittlerweile Q7. So, ich richtig. Muss gerade mal schauen. Externe Festplatte Bahamut. Verdammt des Südmeers. Ich weiß gar nicht, wo will ich denn jetzt gerade hin? Wege des Schwerts. Gib ihm doch beidhändiger Kampf 2 mit zwei unterschiedlichen Waffen. Eine Streitaxt, eine Axt, Baba-Axt und Baba-Schwert. So, weißt du was? Du wirst den Diamantas, du wirst den spielen. Du hast alle Sonderfertigkeiten. Alle. Alle. Wege des Schwerts. Okay. Wir schauen gerade mal, welche verschiedenen Waffen du hast. Eine Ini von 21, weil ich mein Schwert vergessen habe. So. Ich lege dir gerade mal einen NPC an. Den kannst du nicht klicken. Kirgamosch. Da hättest du mal gewartet, bis dein Schamane zurückkommt. Ja, aber das hätte ja auch nichts geändert. Also ich setze einfach mal die Werte auf 21. Ich gucke gerade mal in die Waffenmeisterwerte. Das war bei meinem Archiv. Waffenmeister. Also, du kannst dir ausruhen. Willst du eine aggressive Verteilung, willst du eine defensive Verteilung oder eine neutrale Ja, ich gehe natürlich voll aggressiv. Du gehst aggressiv. Macht dann hast du 22,17 als Basiswert und die Waffenmodifikatoren kommen drauf. Dann kannst du dir aus dem Wege des Schwerts beliebige Nahkampf, also beliebige Waffen aussuchen. Muss kurz auf Seite 123. Du kannst auch mit Fechtwaffen, eine Seite Fechtwaffen, genau. Ich würde nicht Fechtwaffen nehmen, wenn ich du wäre. Wieso? Er muss dann nicht parieren, er kann ja gezielt stechen. Achso, ja, aber da kann er halt nicht parieren, ne? Doch, mit der anderen. Er hat ja zwei Waffen. Ah, okay. Ja, okay. Das ist schon viel. Schwert und Fechtwaffe, das ist ekelhaft, oder? Ich weiß nicht. Also, Hage, so du suchst Waffensystem nicht drin. Du suchst dir was aus. Ja, ich werf da kurz einen Blick rüber. Kettenwaffen wären auch okay? Man kann auch mit, vor allem mit einem Barbarenschwert kann man auch gezielt stechen. Kannst du? Ja, klar, ist ein Schwert. Schwerter. Barbarenschwert, 1-6 plus 5. 13-2. Oder so eine Ochsenherde. 13-2 ist natürlich auch ekelhaft. KK setze ich auf 17. K.O. setze ich auf 17. Der kann schon KK 19 haben, das habe ich ja auch. Nö. Sonst wäre er ja der König. Ja, ein Ratte auf 25. Nee. Daru hatte 27 und er war nicht hatte, König. Trak hatte 25. Aber dem Punkt ist es schon, eigentlich schon fast nicht mehr worth.
Ja, zwei Barbarenschwerter. Alles andere macht keinen Sinn. Zwei Stück? Okay, schade. Zwei Stück. So, 1W6 plus 5 und dann haben wir TPKK. Kannst du mir die Modifikatoren mal bitte ansagen? Barbarenschwert. Ist 14,2 tatsächlich. 12,4 tatsächlich. Ich weiß nicht, wo du 13,2 hast. Nee, Barbarenschwert. Okay, 13,2. Ich hatte, bin in der Zeile verrutscht. Inni minus 1, Waffenmodifikator 0 minus 1. Das heißt, er kämpft auf die 17, auf die 22, 16. Barbarenschwert 16. Aber frisst du nicht jetzt doppelt die minus 1? Doch richtig scheiße. Könnte sein, ne? Ja. Warum denn? Weil du auch die Doppel-1 plus 1 von Indy kriegst, wenn du modifizierte positive Waffen hast. Ja. Okay, kannte ich nicht, aber let's go. So, TPKK waren 13,2, ne? Warte kurz. So, dann kriegt er auf der 15 plus 6 und auf der 17 plus 7. Aua. Und dann sind es gute Schwerter. Na, ja, doch, es sind gute Schwerter. Dann sind es plus 8. Okay. Ja, plus 1 haben wir den schon gekauft. Das kostet dann ja nichts. Initiative, sag ich mal, 16. Und die wird minus 1 durch das Barbarenschwert. Minus 2 sind 14. Dann würfeln die wieder mal aus. 15, okay, ist fast egal. Rafim ist eh hier dran. Gut, dann hast du alle Manöver zur Verfügung. Und wir können anfangen. Ich reiß den Bastard um. Warte. Die Trollzacker haben Aufstellung genommen. Der Kreis ist mit dem Blut des Stierkopfschamanen eingeweiht. Von Voltax, Diamantis und Abelmir fehlt jede Spur. Irgendwo über euch müssten Zulamin und Yalen in ein tiefes Gebet verstrickt sein. Und Kirgamosh Kornen muss beginnen. Initiative 15? 14? 15? Ich habe den Charakter nicht, also kann den nicht auswählen. Ja, genau. 15. Was willst du tun? 15, okay. Wenn ich beginnen muss, dann greife ich einmal an, und zwar geht zielgestochen. Da ziehe ich vor und reiß dich um. Ja, und habe noch zwei Paraden offen. Lass mich gucken. Selber jetzt. Sowas wie Regeln, letztes Blut wird hier nicht festgelegt, das wird einfach gekämpft. Da braucht man keine Regeln. Wer am Ende nicht mehr stehen kann, hat verloren. Ich glaube ehrlich gesagt, solange du noch aufstehen kannst und weiter aufstehst, juckt das keinen. So. Umreißen. Dann legen wir da nochmal eine Zweierfinte rein. Ja, du hast ja eine Parade offen. Willst du parieren? Sicherlich, ne? Ja, klar. Ja, pariere ich. Zwei. Pariert. Ja, pariert. Willst du mit der zweiten Angriff direkt auch vollziehen? Oder? Nein, kann ich glaube ich nicht. Technisch reicht nicht. Gut, dann gezielter Stich. Was hast du für eine Rüstung? RSBE3. Zwischen 6 und 8. Willst du noch irgendeine Finte reintun oder so? Machen wir mal eine Viererfinte raufkommen. Bin mir zwar nicht sicher, ob das beim gezielten Okay, so, ja, genau. So, gezielter Stich mit Finte 4, dann bist du etwa 15. Plus 4 für den gezielten Stich, ne? Ja, plus 19, 4, plus halbe Rüstung. Das klappt. Plus, das klappt, ne? Ja, das klappt. Versuche zu parieren. Scheiße. Klappt. Dann hast du noch einen letzten Angriff. Ich versuche nochmal ihn umzureißen. Ja, du hast. Kirgamosh hat noch eine dritte Parade, weil er beidhändig mit Waffen kämpft. Ja, ich halt gegen. Gegenhalten? Gegenhalten. 11. 11. Ich habe. Was für eine Indie-Differenz haben wir? 15 zu 22, ne? Das sind 7, das hat er geschafft. Das macht er, heißt, er macht vollen Schaden, ich halben. Und. Umreißen-Manöver geht dennoch durch. Okay. Ja, ich mach dir aber keinen Schaden, weil ich ja dich umreiße.
Also, ich mach dir kein Damage. Dann okay, verlierst dann du Initiative, ne? Nein, erstmal verliert er noch gar nichts. Erstmal muss er die Körperkraftprobe noch schaffen? Nein, erstmal muss halt er jetzt. Als Schwert um 11. Genau. Sonst passiert erstmal gar nichts. 18, nicht geschafft. Du hältst hin, verlierst 2W6 Inni. Und hast momentan Einbußen von minus 3, minus 5. Weil er jetzt kniet, das, ne? Weil er liegt. Ich liege. Du bist dran. Was möchtest du? Ja, eine Aktion aufstehen, Gewandtheit würfeln, bitte. Ja, sowas wie eine einfache Gewandtheitsprobe kannst du auch mal einen W20 schmeißen. Okay. 10. Ja, das wäre gelungen, wenn er nicht vorziehen will. Aha. Ich reiß dich um. Ja, dachte ich mir schon. Das will ich diesmal parieren. Ja, macht Sinn. Würde ich auch, wenn ich du wäre. Ja, das reicht nicht. Liegst wieder. Und jetzt 2W6 Edi. Kannst du auch selber würfeln. Aktuell bist du bei 12, dann bist du jetzt bei 9. Bei 9. Ja, den König. Bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ich will, bin mal cocky und greife aus dem Liegen heraus an. Und zwar mit einem gezielten Stich. Du kannst keine Manöver machen im Liegen. Kann ich nicht, wenn ich liegen? Echt nicht? Okay, dann greife ich nochmal an. Warte, bevor ich das jetzt frech behaupte, das habe ich so in Erinnerung. Bevor ich das frech behaupte, schau. Also, ihr kriegt auf alle Fälle die Erschwernis zum Liegen. Warte, ich schaue genau, das bevor plus ich 3. das frech behaupte. Lass mich das eben nachschauen. Bin mir da jetzt nämlich nicht mehr zu 100% sicher. Ich weiß, was wir das letzte Mal so gemacht haben, aber lass mich das lieber. Also in der falschen Distanzklasse ist es auf jeden Fall so. Ich weiß noch nicht, ob das aus liegender Position ist. Ich schaue es eben nach, das ist am einen. Warte. Du hast doch alles aus so einem Überzeugungspatzer passiert. So, warte, ein liegender Kämpfer leitet das Schwernis aus seine Angriffe, außerdem kann er nicht gezielt ausweichen oder die Aktion orientieren ausführen. Auch andere Aktionen, das Ziehen einer Waffe, können je nach Situation schwierig oder auch unmöglich sein. Dann müsstest du eigentlich noch Manöver machen können. Dann ja, hatte ich Unrecht und gut, dass wir geguckt haben. Ja, ist okay. Ich würde das auch erlauben. Ja, dann einen gezielten Stich. Finte 2 zusätzlich. Kann man ja probieren. Ist dann erschwert um 3 durchliegend. 2 durch Finte, 4 durch Manöver und 3 durch Rüstung. Also insgesamt 12. Ist nicht geschafft. Ja, dann hast du jetzt eine 12er Erschwernis bei deiner Parade. Nein, ich habe eine 6er Erschwernis auf meiner Parade. Die plus 4 durch die. Achso, nee, 6. Ich habe eine 8er Erschwernis auf meiner Parade. Hast du 8er Erschwernis auf deine Parade und. Du hast eine 5er Erschwernis alleine schon aus, weil du liegst, ne? War das 5er? Ich habe. Minus 3, minus 5. Ach so, okay. Ja, dann ist es tatsächlich eine. Elva, okay. Oh, was mache ich da? Komm, ich gebe dir einfach mal einen 6er Wuchtschlag und hoffe aufs Beste. Oh, gut, dass ich so ein Besser bin, was wow. Scheiße angeht. Ja, ich versuche das zu parieren. Also mit der plus 11. Geschafft. Ist geschafft. 1 bis 4, er hat die 4 gewürfelt. Okay, du bist dran. Ja, ich will aufstehen. Ich will nicht liegen. Ja, würde ich an der Stelle auch nicht wollen. Gewandtheitsprobe? Achso, stimmt, dann würfel ich ja selber. 4, sehr gut, dann steht er. Dann reiß ich ihn um. Ich würde mich halt auch gerne orientieren oder so. Es geht aber nicht, wenn man auf dem Boden liegt. Nee, leider nicht. Parade. Parieren. Ja. Die übliche Finte drin, das müsste reichen. Ja, reicht. Okay, und zwei Aktionen hat. Ich habe noch eine Aktion, BHK. Oh. Ja. Gezielter Stich, Finte 6. Vor deiner Aktion vor und reiß dich nochmal um. Kannst du dich nicht orientieren oder sowas? Ich hab Angst mit der dummen Edi, Alter. Das geht nicht. Er kann ja da auch immer wieder vorziehen. Dann liege ich auf dem Boden. Ja, stimmt ja. Du bist dran. Ich sehe gar nichts. Ich habe zwar angesagt, aber ich habe ja keine. Ich habe bestimmt. Ich würde dir auch. Spielen, ja, ja. Ne? Ich kann ruhig, einfach. Ja, ja. Das kommt aus Parade. Ja. Sinnvoll. Was hat das reicht nicht. Finte 6, hattest du gesagt, oder was? Er hat schon eine 8er Erschwernis alleine wegen Umreißen. Achso.
Und dann noch zwei Erfinte, also eine Zehner. Der dementsprechend macht wieder mein Damage. Du kannst gucken, ob du eine 20er GE-Probe schaffst. Eins? Also hier, Gewandtheit ist natürlich nicht geschafft. Nimm 2W6 Indie-Schaden. 2W6. Von der 9 auf die 5. Ja, du bist wieder dran. Ich liege auf dem Boden. Ich stehe auf. Ich kann aber vom Boden aus nichts machen. Nein, warte mal. Aufstehen. Angreifen. Ich greife dich nochmal an. Ich habe noch eine Aktion. Du bist ja letzte Runde aufgestanden. Das braucht ja für mich keine Aktion. Deswegen greife ich dich nochmal umgewandelt an. Richtig, dann greife ich mich auf den Boden nochmal an, bevor ich aufstehen kann. Und bevor ich irgendwas machen kann. Plus 5 oder so? Umliegen? Oder plus 3? Nee, er hat Erschwernisse. Plus 5 auf die Parade, plus 3 auf die Attacke. Kriege ich. Er kriegt, glaube ich, sogar Erleichterung, weil ich liege. Ja, genau, das war die Frage, ob du nochmal Erleichterung gibst. Ah, warte mal, vielleicht machen wir es auch gerade falsch rum. Das kann natürlich auch sein. Ja, wollen wir es jetzt einfach so zeigen? Mach einfach mal jetzt deinen Angriff dann. Ja, 2er Wuchtschlag, 4er Erschwernis aus dem Umwandeln. Ja, es ist tatsächlich falsch rum. Du kriegst eine minus 3 auf Tacke und minus 5 auf Parade. Gegen mich. Kampf aus liegender Position heraus ist plus 3 plus 3. War aber bisher, glaube ich, nicht wichtig. Ja, du kriegst 17 Schaden. Ich kann dir sagen, wo. In die Torso. Hast du schon mal Schaden bekommen? Nee, ne? Nein. Nee, ich würfel mal provisorisch 3W20, aber das ist auf jeden Fall nicht so. Das reicht. Ja. Easy, ja. Dann kriegst du einen, ne? Eine Wunde. Was hat so ein Treuzacker an Lebenspunkte? 50? Ja. 45. 45 hat, ja. Hatte der andere auch. Ich gut. Rüstungsschutz 3, bequeme 3er Rüstungsschutz. Oder was haben die jetzt bekommen? 4? Die haben eigentlich gute Rüstung bekommen. Gib mal ruhig 4 oder 5. Dann mache ich 4 überall. Was hast du gesagt? 9? Nee, 17. Nee, 17. Sind 13. Alles klar. Notiert. Du bist dran. Ja, ich stehe auf. Wunder auf Wunder. Gewandtheitprobe hatte ich schon vorhin gewürfelt. Können wir nehmen oder soll ich noch machen? Nein, nimm ruhig. Okay. Ja, ich reiß dich um. Danke, dass du mir das zugestehst. Reiß dich um. Kurz bevor du mich umreißt. Ja. Komm, ja, Parade. Gerne. Was soll ich tun? Ja, du kannst deine GE-Probe würfeln. Jetzt in erschwert, plus deine Rüstung. Ja. Ist eh egal, du liegst ja wieder. Das ist jetzt der Verlust, ne? Du bist auf 0. Bin ich in die 0. Du kannst nur noch parieren, du kannst nicht mehr angreifen und Er verliert vor allen Dingen seine dritte Aktion, korrekt? Weil er ich verliere meine erste und zweite Aktion. Also du hast nur noch eine Aktion, Punkt. Kannst genau, ich habe nur noch eine Aktion. Okay, ja. Nur noch eine reaktive Aktion. Genau. Sechser Wuchtschlag, ne? Oh, Junge! Doppelter Schaden! Warte mal, kannst du diese Runde dann noch was machen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine reaktive Aktion. Also ja, weil du diese Runde ja schon deine GE-Probe gemacht hast. Ja, aber das Ganze kommt erst danach. Ah, okay. Ja, dann hast du pariert. Ich bin ja aufgestanden, hast mich umgerissen und dann direkt... dann war ja schon der Indie-Verlust. Ah. Nee, du hast ja pariert, stimmt. Dann plus 8. Wer geschafft? Wow. Ja. Nee, warte. 15 halbiert, dann plus 8, ist nicht geschafft. Nein, ist kein Umreißen, ist ein Wuchtschlag, dementsprechend ist geschafft. Du hast das pariert. Genau, es war ein Wuchtschlag. Crit, das war ein Crit, deswegen halbiert. Genau. Von der 15 auf die 16, auf die 8. Auf der 5 wäre es geschafft, weil plus 3 durchliegen. Ja. Genau, du hast es geschafft. Aus der Woche. Ja, dementsprechend. Schade, den Schaden hätte ich gerne mal gesehen, so. Oh. Gott sei Dank, kein Patzer. Aber ich habe für meine nächste Aktion eine 6er Erschwernis. Ja, ich muss leider aufstehen, um mich zu orientieren. Also Gewandtheit. Hat er nochmal eine 15? Ja, finde ich okay. Aber mit Rüstung, ne? Denk mit Rüstung dran. Stimmt, auf jede Gewandtheitsprobe gibt es plus BE. Also BE von 1 oder 2 wird wohl drin sein. Na gut, stimmt leider. Bei Aktionen. Ja. Somit habe ich diese Runde auch keine reaktive Aktion mehr, also gib mir. Ja, dem ersten Mal gibt es natürlich ganz normal. Also das ist bei Abbau meiner Erschwernis. Dann nochmal ein 6er Wuchtschlag hinterher. Ja, 18, 24. Schwertarm, Schildarm.
Ja, da kommen jetzt 30 Schaden raus. Habe ich überhaupt noch 30 Lebenspunkte? Ja, wenn du 45 hast. Hast einmal. Genau, hattest 45 minus 13. Dann warst du bei der 7. Dann habe ich noch 2 Lebenspunkte. Ich würfel mal 2 Selbstbeherrschungsproben. Der hat halt ziemlich gute Attribute. Ne? Also, es könnte klappen. Ja. Er ist ja Q7, das ist auf jeden Fall geklappt. Und ja. Genauso das. Er macht weiter, er ist eisern und er zäher Hund. Er macht weiter. Er hat noch 2 LP, aber er steht auf. Also er will aufstehen. Ja, ich drück dir in dieser Runde aber noch eine Aktion rein, mein Junge. Frisst er mich noch ein. Bis zum Ende, sonst rebellieren die. Ja, aber ist nur 2er Wuchtschlag. Ach so. Na dann. 18. Ich will frei ausweichen. Ich will frei ausweichen. Dieses letzte Zucken am Boden, sein Arm liegt da schon abgetrennt. Ich bin frei ausgewichen. Ist das dein Ernst? Kannst du frei ausweichen ohne Inni? Nee, Habe ich eine freie Aktion auf Inni 0? I don't know, dafür kann ich das nicht. Ich glaube nicht. Okay, ja Nee. Also du kannst ja auch keine Inni mehr verlieren. Geht ja auch nicht mehr. Ja, dann ist es das Ende von, wie hieß der? Kirgamosh Kornan. Wie kannst du dir seinen Namen nicht merken? Musst du kurz hochkommen. Oh, Kirgamosh Kornan. Ja, dann Rafim, beschreib gerne die Situation, den ganzen Kampf. Du. Ja, Rafim schaut sich mal um, alle Trollzacker blicken ihn misstrauisch an. Der erste Hurensohn erhebt sich, nimmt seine beiden Barbaren Schwerte in die Hand und fordert ihn heraus. Auf ihm überlegt er es noch kurz, die Götter um Hilfe zu bitten, aber das braucht er nicht für diese Barbaren. Also wird sich einfach in den Kreis gestellt und der Bastard wird beigebracht, was es heißt, gegen Alanfana Krieg zu führen. Wir kämpfen schmutzig, wir kämpfen dreckig und es ist scheißegal, ob es dir gefällt. Wir reißen ihn so lange um, bis er nur noch verwirrt auf dem Boden liegt und dann wird so lange auf ihn eingeprügelt, bis nur noch ein blutiger Haufen Matsche von ihm übrig ist. Ja, irgendwann liegt er am Boden, die rote Flüssigkeit breitet sich aus, läuft zwischen die Deckplanken. Dann kannst du hören, wie Trak mit seiner gewaltigen Streitaxt gegen irgendeinen Metallteil hier unten am Bord schlägt. Das ist einmal mit Touch klangt und du kannst ihn hören. König. König. König! Ja, Junge, ich bin euer König. Vergesst das nicht. Die anderen Trollzacker stimmen mit ein. König, 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 räumt den Hurensohn auf. Ja, und dann setze ich mich, nachdem ich ihm den Kopf abgetrennt habe und den an meinen Gürtel hänge, an den nächsten Stuhl. Klappt mit dem Brust irgendwie nach vorne, irgendwie nur ein paar Spielkarten, die da eingefärbt werden. Du kannst sehen, das war wohl eine unterschriebene Karte. Eine von Boltax aber nur. Hey! Hey! Von eurem Schochsul.